Einen wunderschönen Sonntag gewünscht. Ja, heute sollten eigentlich Mystery Boxen kommen. Ich habe auf der Gamescom gesucht und gesucht. Es gab da keine Mystery Boxen irgendwie auf den ganzen Ständen. Es gab ja dieses Jahr eine Halle mit, wo schon so mehr Kartenstände waren mit Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh! Und Magic und alles. Und da dachte ich mir halt, wie ich euch versprochen habe, kaufe ich da ein paar Mystery Boxen, um die euch vorzustellen oder zu zeigen. Aber es gab nichts. Aber wie ihr schon im Thumbnail sehen konntet, war da Dave and Adams auch vor Ort. Da konnte man sogar am Rad drehen. Die hatten so eine Tombola und da habe ich dann zwei Magic von diesem neuen Set mit diesem Biber, ich weiß nicht, wie das heißt, gewonnen und zwei Topps Chrom Bundesliga. Die werde ich als Shorts hochladen oder sind schon als Shorts hochgeladen. Und dann habe ich mir vier von diesen schönen Star Wars Boxen gekauft, weil dieses Set habe ich nämlich noch nicht geöffnet. Und die haben mich jetzt 80 Euro gekostet, also pro Box jeweils 20 Euro. Bedeutet, gar nicht lange quatschen, machen wir nämlich auf. Ich glaube, das sind jetzt nämlich 40 Booster, die wir hier öffnen können. Ich bin gespannt, also garantiert sind hier zwei Black Wave Parallels drin. Und ja, ich weiß nicht, ob man hier aus diesem Set auch Autogramme ziehen kann man hier mit viel Glück. Dann gibt es ja in diesen Star Wars Sets auch gerne mal Sketchkarten, also so gemalte Karten von irgendwelchen Künstlern. Ich glaube, das kann hier auch drin sein. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Ne, sind nur vier Karten tatsächlich in so... Warte mal, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Also 10 Booster mit jeweils vier Karten drin. Und da lassen wir uns mal überraschen. Second Sister. Galactic Empire. Das müsste die aus dem Star Wars Spiel sein. Darth Maul, Crimson Dawn, sehr schön. Fifth Brother, das müsste aus der Obi-Wan-Serie sein. D-Zero, keine Ahnung. Ich kenne mich zwar ein bisschen aus mit Star Wars, aber alles weiß ich nicht. Alles weiß ich auch nicht. So, Saw Gerrera, der müsste aus... Andor. So. Captain Phasma. Der gute Finn. Und Chris. Chris. Ne? Hier. Wie der heißt. Oh Mann, ey. So. Rose Tico. Luke Skywalker. Sehr schön. Ein süßer Grogu, Meeting the Mandalorian. Und Ahsoka Tano. Sehr schön. Ich glaube, hier ist dieses Mandalorian-Medaillon drin für Grogu, ne? Müsste das gewesen sein. Ist schon ein bisschen länger her, wo ich die Serie gesehen habe. So, der Tusken Chief. Mix Mayfield, R2-D2, den habe ich letztens als Lego aufgebaut und der gute Yoda. Das war auch ein sehr schönes Set. Nicht den kleinen R2-D2, sondern die größere Version. Die fand ich halt schöner, weil die kleine Version von den R2-D2, oh, sowas hasse ich ja ne, bei Star Wars Karten, dass die hier aus diesem Anime-Gedöns kommen. Weil bei dem Kleinen, ach der Nächste, bei, Monikas, Finn, weil bei den kleinen R2 sieht man noch die ganzen Lego-Pinne, bei dem Großen, das sind diese Black Waves, so, jetzt aber, bei dem Großen sind die nämlich alle so weit verdeckt, dass man die halt nicht so doll sieht, heißt also, der hat oben auf seinem Kopf, ja, man sieht halt diese Lego-Pinne da nicht, so. Und bei der kleinen Version sieht man das halt. Was jetzt natürlich schade ist, es ist dann jetzt ein C-3PO rausgekommen. Hier, den habe ich auch als Lego. Es ist ein C-3PO jetzt auch
als Lego rausgekommen. Und ja, jetzt ist natürlich der R2-D2 genauso groß wie der C-3PO. Ein bisschen doof, aber macht man nichts. Vielleicht kommt irgendwann noch von Lego mal eine größere Version von C-3PO raus. Dann passt das auch wieder. So. Weiter geht's. Qui-Gon Jinn. So eine Anime-Karte. Sehr schön. Manga Madness. Nicht nummeriert, aber trotzdem schön. Net B. Ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt schon so eine nummerierte? Sieht man das von vorne? Sieht man das von hinten? Ich will jetzt auch mich nicht so lange aufhalten hier mit den Karten. Weil wir haben einiges vor uns. Wir haben einiges vor uns. Lando. Tanti. Cassian Andor, da haben wir ihn. Nix. Einfach nichts. Grief Karga. Tem Rivora. Der nächste Grogu. The Future Side of Luke Skywalker's Jedi Temple. Und Galen Erso. Letzte Büsterchen von dieser Blasterbox. Dann müsste jetzt noch hier diese zweite Blackwave Parallel kommen. Kira. Oh, sehr schön. Was ist das denn? Star Wars. Also. The Yoda. 40 Return of the Jedi. Yoda the Jedi Master. So, hier ist Tusken Chief. Okay, dann auf zum. Ich weiß nicht, sind diese Karte hier von diesem Yoda da gerade garantiert oder ist das jetzt schon was Besseres? So. Das werden wir jetzt herausfinden, indem wir diese zweite Box hier öffnen. Guck mal hier, das kann man nicht klauen, haben wir extra so ein Magnetding dran gemacht. Wie gesagt, Dave und Adams haben mich halt gerettet. Also teilweise waren aber auch die Preise für Pokémon oder allgemein Karten echt unverschämt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Back-to-School-Pencil-Case. Oh, die sind süß gewesen. Diese Pencil-Case-Sachen, wo man halt so eine Metallbüchse kriegt von, ich glaube, die erste war Pikachu und jetzt kam letztens eine mit Glurak raus. Kostet normalerweise 10 Euro, ne? Kriegt man aber auch schon für ein bisschen 1, 2 Euro günstiger, also so 8, 9, 10 Euro. Alter, und einfach auf der Gamescom so für 20. Das ist schon krass. Oder einfach auch irgendwie andere Sachen, die total günstig sind. Einfach so das Doppelte immer. Also mit Pokémon-Karten. Oh, Chewbacca. Also mit Pokémon-Karten und Leuten, die davon keine Ahnung haben, ey. Die kann man leider damit ordentlich abziehen. Und dann steht da auch noch Messepreis. Dann denkst du dir, oh, mach ich hier ein Schnäppchen? Messepreis steht da drauf. Von wegen Messepreis, Alter. Nächste Manga Madness. Sehr schön. Die gefallen mir, die Karten. The General. Aber die sind nicht nummeriert, ne? Ich weiß auch nicht, ob hier vorne was draufstehen muss. Ich werde mir die später mal ordentlich angucken. Oder ihr könnt mir in die Kommentare gerne mal reinschreiben, falls ich hier was übersehen habe. Alter, zum Glück nicht hier so ein Autogramm mit so einem Viech drauf, Alter. Das wäre wohl die schlechteste Karte auf der Welt. Tesh. Der nächste Grogu. Grogu in Class. Also da klaut er gerade diese Bällchen. Und Luthen Rail. Ich meine, der müsste auch von Andor gewesen sein, ne? War der von Andor? Ja doch, ich meine schon. So, weiter geht's. Anime-Serie. Ah, hier haben wir unsere erste Blackwave-Karte. So, also bis jetzt immer eine Manga in so einem Blaster. Und dann hoffen wir mal, ob wir so, oder schauen wir mal, ob wir so eine 40-Jahre-Karte kriegen.
sage ich nichts zu. Han Solo. Weiß ich nicht, ey. Deswegen, seitdem diese komischen Figuren da drin sind, hier diese computeranimierten Figuren, habe ich, weiß ich nicht, fühle ich mich irgendwie nicht so gut, so Star Wars Boxen zu kaufen. Ich bin noch halt echt im Überlegen, ob ich mir, es ist jetzt eine neue rausgekommen, 23/24, mir da halt die Hobbybox zu holen oder halt auch mehrere Blaster. Aber das sehen wir jetzt, ob die Blaster uns hier überzeugen können. Ob hier überhaupt irgendwas Schickes drin ist, ob sich das überhaupt lohnt. Aber wie gesagt, bei der Hobbybox hat man halt ein Autogramm garantiert. Und hier müssen wir mal schauen, was uns hier erwartet. Tusken Warrior. Der alte Han Solo. Jetzt ist die Frage, die anderen sind orange, der ist blau. Nein, gar nichts. Gar nichts. Und letzte Booster kennen. Dann müsste ja hier unsere zweite Black Wave drin sein und so ein 40 Jahre Döns. Jabba the Hutt. Ezra Bridger. Jedi Temple Siege. Oh, Dark Ray. Okay, dann ist das nicht in jedem Blaster drin. So, komm, machen wir mal direkt beide auf hier. Dann sparen wir uns das gleich. Dann geht das hier ein bisschen schneller vonstatten. So. Autogramm hätte ich gerne aus 4 Boostern. Aus 4 Blastern. Das wäre schön. So. Dich hatten wir schon mal. Jetzt wird sich wahrscheinlich das alles langsam doppeln. Der Vater. Grogu Kid. Aber auch nicht nummeriert. Mace Windu. Obi-Wan Kenobi. Ketsu Onyo. Facing the Rancor. Und BB-8. Shmi Skywalker. Babu Frick. Crosshair. Und Kylo Ren. Boah. Owen Lars. Prinzess Leia Organa. Zebulba. Und Echo. So. Ich hoffe, dass ich unter 20 Minuten bleibe mit dem Video. Das würde mich freuen und ich denke euch auch. So, The Mandalorian's New Ship. Einmal der süße Grogu. Nochmal Grogu. Und da ist unsere erste Black Wave. Fliege, Alter. Geh mir doch nicht auf den Sack. Ich muss ihn mal wegschlagen hier. Hau ab von dem Licht da. Du Hirni. Kopfwurz. So, Tala Duris. Manga Madness. Anscheinend Manga Madness ist garantiert. Chewbacca. Dazu sage ich wieder nichts. Manga Madness scheint garantiert zu sein, dann. 3 von 3 bis jetzt. Lassen wir uns mal überraschen. Ne, ich habe gedacht, ich hätte 2 genommen. The Mandalorians of Trusk.
und Sabine Wren. So. Vorletzte Booster. C3PO. Palpatine. BD-1. So, und dann müsste hier unsere letzte Black Wave wieder drin sein. Hunter. Boba Fett. Tusken Warrior. Four Sister. Und Hera Syndulla. Unsere Black Wave. So, den hatten wir ja schon aufgeschnitten. Dich hatten wir ja schon aufgeschnitten. Dann holen wir die Büsterchen mal raus. Letzte Blaster. Boah. Total auseinandergeflattert hier das Zeug. Der gute Finn. Rose Tico Luke Skywalker. Die Zero. Tusken Chief. Mix Mayfield. R2D2. Und wieder der gute Gritz. Jarek Jäger. Canon Jarrus, Grogu, Encounter with Moff Gideon und Ahsoka Tano. Oh, was ist hier los? Upside Down. Col Kestis, drehen wir mal um. Wahrscheinlich wird das die einzige Karte jetzt sein, oder? Ja, natürlich. Haya Estri, Mon Mothma und Joder. Qui-Gon Jinn, Manga Madness. Oh, das ist eine schicke Karte. R2D2 und C3PO. Dann haben wir hier nochmal. Admiral Akbar und Kasuda Xion. Unsere erste Black Wave Karte. So, dann haben wir jetzt noch mit dem 5 Stück. Zack, weg mit dir. Sorry, Bliss. Die ist bestimmt nummeriert. Jawohl, zu 99. Sehr schön. Du kommst erstmal auf Seite. Grogu. Ahsoka Tano set Grogu's Pass. Falls ich es vergessen sollte, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Also mir ist es jetzt auch mittlerweile wurscht, aber Hauptsache ich kann euch da Content geben. Falls ihr vorhabt, euch irgendwie eine Mystery Box mal zu kaufen, ob ihr euch erstmal angucken wollt, was da so drin ist, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und dann gucke ich, wenn die nicht allzu teuer ist, ob ich das dann für euch testen kann. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendwie Mystery Box im Auge habt, gerne in die Kommentare. Ich schaue dann, ob ich mir die holen werde und dann hier vorstelle auf dem Kanal. Aber wie gesagt, ich bin da gerade echt schwer am Hadern, was ich mir so kaufen soll. Also es gibt halt echt viel Auswahl, aber teilweise gefällt die mir auch nicht. Das ist das Problem. Kidnap bei Toro Kelzien. Teilweise gefällt mir diese Auswahl nicht. Na, schaffe ich doch, glaube ich, nicht unter 20 Minuten zu bleiben. Schade. Letzte Booster, Leute. Kein Autogramm bei gewesen. Und die letzte Karte. Count Dooku. Sehr schön. Dann haben wir nochmal hier so eine schicke Karte. Wenigstens mit ihm drauf. Ja, das war's dann auch schon. Ausbeute. Eher mau. Wir haben ja nur
ihn und die Yoda-Karte gezogen. Ich weiß jetzt aber nicht, wo die ist. Die ist hier unten im Stapel. Ja. Aber ein Luke Skywalker zu 99, da kann man nicht meckern. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Lootboxen habt oder irgendwas sehen wollt, One Piece, Magic, Yu-Gi-Oh! Könnt schreibt gerne unten in die Kommentare rein. Ich bin soweit und gehe den Schritt und schaue mir auch mal gerne andere TCGs an. Ich war ja erstmal dagegen, aber dass ich nur Fußball oder Pokémon mache, aber ich denke mal, das ist auch dann schöner für euch, auch mal andere Produkte hier zu sehen. Aber wie gesagt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ja, tut mir leid, dass diese Woche dann halt nichts mit Mystery gekommen ist, weil es einfach nichts auf der Gamescom gegeben hat. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis nächste Woche Sonntag. Ciao.